Hi Leute, fünf Gründe, warum du kein Fleisch, keine Eier, keine Milch, keine Milchprodukte essen solltest. Und zwar will ich ja keinem seine tierischen Produkte madig reden. Aber ich will euch nur mal zeigen, was ihr euch selber, eurer Umwelt, den Tieren und so weiter damit antut. Wer es nicht aus tierschutzrechtlichen Gründen machen möchte, der soll es wegen seiner eigenen Gesundheit machen, wegen seinen eigenen Gefühlen und wegen seinem eigenen Glück. Punkt Nummer 1, Grund Nummer 1, warum du tierische Produkte weglassen solltest, ist dein eigenes Leid. Wenn du tierische Produkte isst, dann nimmst du diese ganzen Schwingungen, die ganzen Angsthormone, die die Tiere vor der Schlachtung ausschütten, das ganze Leid, die ganzen Qualen, die die Tiere erlitten haben, nimmst du in dich auf. Du kannst gar nicht gut drauf sein und glücklich werden, wenn du sowas isst. Kein Fleisch, kein Alkohol, kein Spaß. So ein Schmarrn. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Und ja, wenn du meine Zeit lang so gelebt hast, dann du willst es gar nicht. Es will kein Mensch. Es ist eine Abhängigkeit. Ich weiß nicht, warum die Leute sowas essen. Es ist unnatürlich, es ist artfremd, es ist schlecht für deine Gesundheit. Und ja, der erste Grund ist eben, dass du alles, was diese Tiere durchlebt haben, du nimmst es auf. Du nimmst diese schlechten Emotionen, diese Qualen, dieses Leid, die Gefühle von den Tieren auch auf. Wo soll es denn hingehen? Aktion, Reaktion, Ursache, Wirkung. Diese Qualen und diese Energie, diese Aggressivität dahinter, wie diese Tiere behandelt werden, verpufft nicht einfach. Die geht nicht ins Nichts. Aktion, Reaktion, diese Energie nimmst du auf. Und du kannst nicht glücklich werden, wenn du solche Sachen isst. Du kannst auch nicht klar denken, wenn du solche Sachen isst. Und erst wenn du es mal weglässt ein paar Jahre, dann merkst du, was du vorher für einen Quatsch gedacht hast. So, wie verwirrt du eigentlich warst, in was für einem Krankheitszustand du dadurch warst, wie vergiftet du deinen Körper dadurch hast. Der zweite Grund, keine tierischen Produkte zu essen, ist wegen dem Leid der Tiere. Ich meine, du fügst ja nicht nur dir Leid zu und nimmst diese Emotion auf, sondern den Tieren ebenso. Das sollte eigentlich auch keinem Menschen egal sein. Für irgendeine augenblickliche, kurze Gaumenfreude, die eigentlich nur auf eine Suchtbefriedigung basiert. Dafür willst du ein Tier sein ganzes Leben lang auf einer Stelle stehen lassen, jedes Jahr künstlich befruchten, das Kalb wegnehmen lassen, das Kind wegnehmen lassen und gleich abstechen lassen. Dafür willst du tausende von männlichen Küken vergasen für Eier? Für mich ergibt es wenig Sinn. So. Vor allem, da es heutzutage so leicht ist, es gibt für alles Ersatzprodukte. Du kriegst Fleischersatz, Seitan, Tofu und so weiter. Ist vielleicht für deine Gesundheit nicht allzu gut, aber es ist Welten besser als diese tierischen Produkte. Dritter Punkt ist dann einfach deine Gesundheit, deine körperliche Gesundheit. Nicht nur deine Emotionen, die sind auch immer mit der körperlichen Gesundheit verbunden, aber deine Gesundheit. Wie willst du denn von diesen tierischen Produkten, was erwartest du denn? Tierische Produkte
Überleg mal, ganz logisch, ganz einfach. Wie wurde dieses Fleisch hochgezüchtet? Erstmal die Tier, das Tier wurde völlig überzüchtet. Davon unabhängig kriegt es irgendwelche Monokulturen, genmanipuliertes Essen als Futter, Medikamente, Hormone, Schwermetalle, keine Ahnung, es ist alles in diesem Fleisch. Medikamente, Antibiotika, das nimmst du auch alles auf. Und ja, wie soll denn ein gutes Stück Fleisch entstehen? Gutes Stück Fleisch gibt es in meinem Sinne eh nicht, aber ein einigermaßen natürliches gutes Fleisch. Wie sollte das denn entstehen? Aus Monokulturfutter, aus Mais, Soja? 90% der Welt Sojaernte wird an Tiere verfüttert. Und wie soll da gutes Fleisch draus entstehen, wenn Tiere ohne Sonnenlicht in einem Zehntel von der natürlichen Zeit heranwachsen mit Monokulturfutter, Medikamenten, Hormonen, Antibiotika? Ach ja, richtig, ja, das, da kommt bestimmt eine super Qualität bei raus. Ja, ich weiß nicht. Das sollte so klar und eindeutig ersichtlich sein. Und es ist auch wirklich eben leicht, diese Produkte zu ersetzen. Es gibt super veganen Käse, sogar rohveganen Käse auf Cashew-Basis oder Hanfsamen oder auch Flohsamenschalen und so weiter. Und der schmeckt auch. Kauft einfach diese Produkte, diese Ersatzprodukte am Anfang, wenn ihr noch auf den Geschmack steht. Nach einer Zeit werdet ihr den Geschmack daran eh verlieren, weil es unnatürlich ist. Das war nur eine Sucht. Und das werdet ihr dann auch nach einer Zeit feststellen. Vierter Punkt, es ist einfach uneffizient, energetisch, wirtschaftlich gesehen. Es ist, du brauchst halt mal, um 1 Kilo Rindfleisch herzustellen, 15.000 Liter Wasser. Wie gesagt, den Vergleich kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, dass ein Veganer könnte das ganze Jahr lang seine Dusche laufen lassen und würde nicht so viel Wasser verschwenden wie jemand, der Fleisch isst. Und du brauchst halt nur mal, ich glaube, 36.000 Kilokalorien, um 2000 Kilokalorien Fleisch herzustellen. Das heißt, du könntest 18 Menschen ernähren oder einen, wenn man es jetzt mal mit den Kalorien sieht. Aber es ist eine Riesenverschwendung. Genauso, was heißt denn dann, ach, das ist bayerisches Fleisch oder das ist gutes deutsches Fleisch? Kein Fleisch ist mehr gut aus Deutschland, beziehungsweise das hat nichts mit Deutschland zu tun. Wenn ein Rind hier steht, genauso brauche ich kein regionales Fleisch kaufen. Das Futter von dem Fleisch kommt dann immer aus dem Regenwald oder was weiß ich woher, aus Afrika, wo sie das Getreide, den Mais oder das Soja anbauen. Und lokales, regionales Fleisch ist doch Schwachsinn. Das Futter kommt doch nicht aus der Region. Und das ist die meiste Verschwendung. Und aus diesem vierten Punkt ergibt sich auch der fünfte Grund, keine tierischen Produkte zu essen. Das ist einfach das Leid der Mitmenschen. Wenn du hier Fleisch isst, wir, das Vieh der Reichen, ist das Futter von den Armen. In Afrika sterben die Leute zu verhungern, weil wir das Essen von ihnen importieren. Gut, verhungern ist jetzt bei mir wahrscheinlich nicht mehr so, wenn ihr andere Videos von mir schon mal gesehen habt. Aber trotzdem, es ist eine Riesenverschwendung. Hier uns was zu erzeugen, was uns schadet, und da die ganzen Sachen, die sie dort anbauen, einfach uneffizient in Fleisch umzuwandeln, in einen Bruchteil davon. Wenn
jeder sich so ernähren würde wie wir in der ersten Welt, dann bräuchte man 12-mal die Erde, die Anbauflächen, um uns so zu ernähren. Und du erzeugst damit so viel Leid, wenn du Fleisch isst, an deinen Mitmenschen, an dir, an deiner Gesundheit, an der Gesundheit der Tieren, von den Tieren. Und ja, heutzutage gibt es keinen Grund mehr, sowas in sich reinzustopfen. Es schadet dir selber, es schadet einfach jeden und es nützt niemand. Und es gibt einfach heutzutage wirklich gute Ersatzprodukte. Ihr müsst ein bisschen rumprobieren, aber tausendmal besser als tierische Produkte. Du kannst keine Erleuchtung finden, wenn du sowas isst. Peace.